Herzlich willkommen zum dritten Video auf dem Klein Networks YouTube Channel. Mein Name ist Kevin Klein, ich bin Inhaber von Klein Networks und ich zeige euch heute aufbauend auf dem vorherigen Video kostenlose FortiGate VM, den kostenlosen FortiManager, den Fortinet anbietet mit wieder einer Trial-Lizenz. Die Anforderungen dafür sind auch wieder ein FortiCare-Account. Dann brauchen wir die FortiManager KVM-Datei, um das auf Proxmox aufzusetzen. Dann brauchen wir einen Browser, um auf die Weboberfläche zuzugreifen, Internetzugriff, um die Lizenz zu aktivieren und einmal die Lizenzagreements bestätigen. Was können wir mit der kostenlosen Version machen? Die kostenlose Version bietet drei Devices, die man hinzufügen kann. Also das reicht locker, um zum Beispiel eine kostenlose FortiGate vor allem hinzuzufügen. Vielleicht auch noch eine zweite oder ein FortiSwitch oder ein FortiAP. Aber dazu in anderen Videos mehr und es supportet zwei ADEMs, falls da schon irgendjemandem was sagt. Was nicht supported wird, sind die FortiAnalyzer-Features, FortiGuard-Subscriptions, spezielle für den FortiManager logischerweise und auch kein Support, weil es sich um eine kostenlose Version handelt. Springen wir zu den System-Anforderungen. Da empfiehlt Fortinet für die 7.4er-Version 16 GB RAM und 4 Cores. CPU-Cores. Ich persönlich habe schon die Erfahrung gemacht, dass auch für jetzt ein, zwei Devices, die man hinzufügt, auch 12 oder 10 GB RAM ausreichend sind. Dazu aber keine Gewähr. In dem heutigen Video werden die Basics, da die ähnlich sind wie bei der kostenlosen FortiGate VM, im Schnelldurchlauf einmal gezeigt. Braucht ihr da detailliertere Erklärungen, springt bitte zum kostenlosen FortiGate VM Video. Die sind 1:1 nur mit einer anderen Datei abzubilden. Die Schritte, welche ihr jetzt in dem Schnelldurchlauf seht, sind zum einen, wie und wo lade ich die VM-Datei für Proxmox herunter. Dann der nächste Schritt ist, wie importiere ich die VM-Datei auf Proxmox, wie erstelle ich ein VM auf Proxmox und wie importiere ich dann die dazugehörige VM-Datei vom FortiManager. Dann wie erstelle ich die richtige Bootorder, damit Proxmox von dem richtigen Laufwerk startet oder von der richtigen Partition. Und dann bin ich wieder live mit dabei, wie wir quasi die FortiManager-Instanz dann zusammen konfigurieren und schlussendlich im FortiCare-Portal registrieren und dementsprechend auch lizenzieren. Nachdem ihr alle Schritte befolgt habt, dürfte die Instanz jetzt erfolgreich hochgefahren sein, ohne Fehler. Und ihr bekommt quasi das Konsolen-Login-Fenster. Hier meldet man sich einmal an mit Admin und Passwort leer lassen. Wird man gebeten, ein Passwort einzugeben. Und jetzt seid ihr auf dem FortiManager drauf. Um jetzt quasi per Weboberfläche zugreifen zu können, um quasi die Lizenz abzufragen, müssen wir einmal eine IP vergeben und quasi eine statische Route zur Firewall bzw. zum Router. Um die IP zu vergeben, einmal Config System Interface, dann einmal ein Edit Fragezeichen, kommt hier quasi die Ports aufgelistet und da wir nur einen Board über VLAN 51 connected haben, ist gerade die Standard-IP hinterlegt, die ändern wir einmal, deswegen edit Port 1, einmal ein GET, damit man alle Infos bekommt und jetzt kann man einfach
Set-IP und unsere IP aus dem Subnetz, aus unserer Lab-Umgebung, welches ich im zweiten Video auf unserem Kanal gezeigt habe. Wir haben eine Lab-Umgebung aufgebaut. Nähere Infos zur Lab-Umgebung findet ihr dann hier oben. Und hier fügen wir jetzt den FortiManager hinzu mit der 1050-51-2. Also geben wir die 1050-51-2 mit Subnetzmaske ein. So, Allow Access HTTPS schon erlaubt. Und somit sind wir hier schon fertig. Einmal mit End wird das Ganze gespeichert. Und jetzt konfigurieren wir noch die Route. System Route. Ist ein bisschen anders als auf der FortiGate. Und jetzt legen wir quasi eine neue an. Und setzen Device auf Port 1. Also quasi das Interface, wo der Router liegt. Und das Gateway ist die 1. Und das ist eine Default-Route, somit speichern. So, nachdem die IP konfiguriert wurde und die Route, testen wir einmal die Internetverbindung mit einem Mexican Ping. Erstmal zum Router. Sieht schon mal gut aus. Und dann noch einmal ins Internet. Sieht auch gut aus. Damit wir nun auf die FortiManager-Web-Oberfläche zugreifen können, muss natürlich auf dem vorhandenen Router, auf der Firewall, was quasi die Default-Route vom Manager ist, die jeweiligen Policies angelegt werden. Das ist natürlich Voraussetzung, damit man darauf zugreifen kann. So, dann geben wir mal einmal die 1050-51-2 für den Manager ein. Eine Zertifikatswarnung kommt, ist schon mal ein gutes Zeichen. Und nun sind wir auf der Web-Oberfläche des FortiManagers. So, wir wollen einmal eine Free Trial Lizenz aktivieren. Jetzt geben wir unsere Zugangsdaten vom angelegten FortiCare-Account ein. Wichtig ist, dass jetzt Internetverbindung bestehen muss, sonst schlägt die Registrierung natürlich fehl. Auch einmal noch die Agreements akzeptieren, unten scrollen und akzeptieren. So, und das Ganze dauert jetzt ein paar Minuten und anschließend startet der FortiManager neu. Und dann einmal mit den Zugangsdaten, welche wir eben gerade per Konsole geändert haben, anmelden. In meinem Fall Admin Admin. Wir gehen. Das Land. Und der Reseller wählt einfach irgendjemanden aus. Und einmal Next. Wir sehen nochmal hier die Seite. Ah, es hat anscheinend einfach nur gedauert. Seite aktualisieren. Hostname vergeben. Und Finish. So, das ist die Web-Oberfläche vom FortiManager. Das war es im Grunde schon mit der Installation auf Proxmox, mit dem Aufsetzen der Instanz. Weitere Möglichkeiten, wie man den FortiManager benutzt, wie man ihn mit einer FortiGate verbindet und die FortiGate darüber administriert, folgt in den nächsten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal für weitere Videos und damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten bin ich raus für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.